Ihnen erzählen über Vicky, weil wir merken, das kennen, als wir gerade beide in der Fahrleitung machen, das Geschichte erzählen. Ich werde über zwei Minuten bei der Vorstellung der Großstädte, was von dem Buch, was auch Programm war, der globale Vorteil. Wobei das nächste Buch, wenn er noch mal eins schreiben würde, wird es wirklich wohl eine aufgegeben, würde ich vorschlagen, der von dir da ist. Ich bin ganz gerührt über den Empfang. Manche Veranstaltungen warten, ehe es losgeht, darauf, dass sich der Saal füllt. Bei mir ist es traditionell so, dass ich darauf achte, dass möglichst wenig da sind, bevor es losgeht, weil die, die dann da sind, so konzentriert in ihrer Aufmerksamkeit sind, dass sie einfach den physischen Platz brauchen, der jetzt von anderen real existierenden Körpern nicht in Anspruch genommen wird. Dazu gleich mehr. Eine Veranstaltung, die sich dem Thema Entheovision widmet, so wie diese, hat entweder oder sollte die Frage aufwerfen, wer oder was sind denn die Menschen mit dem Titel Entheovisionäre? Möglicherweise sind es Menschen wie du und ich, möglicherweise gab es solche Menschen in der Vergangenheit, möglicherweise gibt es sie auf fernen Kontinenten oder anderen Sternen, aber ob es so eine Spezies gibt, der Entheovisionäre, das möchte ich jetzt anhand eines Vorschlags diskutieren. Und der Vorschlag lautet Paul Scherbart. Wenn unter den erlauchten Gästen jemand ist, der oder die Paul Scherbart noch nicht kennt, kein Problem. Paul Scherbart ist in der Literaturgeschichte weltbekannt als derjenige Schriftsteller, von dem jeder weiß, dass ihn keiner kennt. Mit dieser Kennzeichnung ist er aber in einer gewissen Nische sehr berühmt geworden und auch dazu später mehr. Wo er aber noch wenig bekannt ist, ist in möglicherweise den Kreisen, die hier prominent versammelt sind, nämlich in den psychedelisch interessierten Kreisen. Deswegen habe ich riskiert, den Mund schön vollzunehmen, um diese Veranstaltung unter das Motto zu stellen, Paul Scherbart, präpsychedelisches Perpetuum mobile, der Architektur literarischen Avantgarde. An diesem Titel habe ich jahrelang gearbeitet und der enthält aufs Essentiellste zusammengefasst das, was Ihnen jetzt in den nächsten 45 Minuten nicht erspart bleibt. Ich fange praktischerweise, es gibt sozusagen für jede Lebenslage ein Scherbart-Zitat und ich fange jetzt mit einem an, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ich mich als Scherbart-Lobbyist verstehe, habe noch keinen Bundestagsausschuss, in dem das präsentiert wurde. Die Tatsache, dass sie irgendwann mal Germanistik studiert hat, ist wenig aufschlussreich für die Beschäftigung mit Scherbart, aber es ist eine wunderbare Entschuldigung, wenn man Scherbart-Lobbyist ist, dieser Passion nachzugehen. Inzwischen habe ich mich andersweitig orientiert. Ich bin Kulturdirektor einer Therme und veranstalte Unterwasserkonzerte, aber das nur nebenbei. Einer der berühmtesten Romane von Paul Scherbart, geboren 1863, gestorben leider 1915, lautet Lesabendio und da wird ein ferner Asteroid beschrieben und das Leben der Wesen auf diesem Asteroiden. Und die haben eigenartige Körper, haben so Sumpffüße und haben verschiedene psychedelische und multisensorische Fähigkeiten. Ab und zu lesen sich Geschichten vor und aus einer dieser Geschichten, die sich die Pallasianer, also die Bewohner des außerirdischen Weltensystems Pallas, vorgelesen haben, die lese ich Ihnen jetzt vor. Also einer berichtet da nämlich von den Pallasianern von seinen Besuchen auf dem Stern Erde und berichtet in dem Buch, was auf Pallas in jeder guten Bibliothek steht, Folgendes. Auf dem den Pallasianern wohlbekannten Keulenmeteoriten fuhr ich durch die Bahn des Sterns Erde. Und es gelang mir da ganz gefahrlos, die Oberfläche der Erde zu erreichen. Die Erde ist ein außerordentlich schwerer Stern, besteht aber aus Stoffen, die so vollkommen anders sind als diejenigen, die wir auf dem Pallas kennen, dass mein ganzer, doch recht umfangreicher Körper für die Bewohner der Erdoberfläche gänzlich unsichtbar und unempfindlich blieb. Ich aber konnte mit meinen vortrefflichen Augen sehr wohl alles sehen, was auf der Erde vorging. Was ich aber sah,
war wohl sehr seltsam, aber doch wenig erfreulich. Die Erdbewohner konnten durch meinen Körper durchgehen, ohne dass sie es bemerkten. Ich fühlte bei solchem Durchgehen nur ein feines, nicht unsympathisches Kribbeln in meinen Gliedern. Ich versuchte auch ins Innere der Erde zu gelangen, das war aber an allen Stellen unmöglich. Und so musste ich auf der Oberfläche bleiben. Ich fand überall eine Vegetation, die meinen Körper ernährte. Während wir aber auf dem Pallas nur nötig haben, unseren Körper mit den Pallaspilzen in Berührung zu bringen, um den Nahrungsstoff durch unsere Körperporen aufzunehmen, war ich auf der Erde gezwungen, Pilze und Schwämme erst zu zerreiben, bevor sie von meinen Poren aufgenommen werden konnten. Entsetzt aber war ich durch die Ernährungsart der Erdbewohner. Diese nehmen die Nahrung durch den Mund auf, bis ihr Leib aufquillt. Und das Furchtbarste war, dass sie andere Lebewesen töteten, zerschnitten und zerhackten und dann Stück- und Kloßweise in ihren Mund steckten. Das Raffinierte bei dieser literarischen Version ist, dass Scherbart es meistens gelingt, den Leser so in seine Visionen einzubeziehen, dass man sich automatisch und ganz selbstverständlich mit den jeweils außerirdischsten Figuren identifiziert und das, was irdischerweise beschrieben wird, als höchst kurios, miesepetrig, ablehnenswert, jedenfalls im Grunde als minoritär auf das kosmische Ganze betrachtet, abzuqualifizieren. Also Scherbarts Weltsicht sieht so aus, im Großen und Ganzen ist der Kosmos ein fantastischer Ort. Überall ist alles belebt und beseelt und nur auf der Erde gibt es ein paar Ausnahmefälle, die es noch nicht richtig gebacken gekriegt haben. Warum glaube ich, dass er ein Entheovisionär ist? Weil er zu einer Zeit geschrieben hat, als die Trennung der europäischen Kultur von den viel genannten, viel gewünschten druidisch, schamanisch, zauberischen Traditionen relativ vollständig geleistet war und man von Europa eigentlich ausging, den Rest der Welt von dem Vorteil dieses Mankos überzeugen zu wollen mit allerhand Gewaltmaßnahmen. Und meine These ist, dass zu dieser Zeit, während der kunstrevolutionären Bewegung, so in dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, Teile der unserer Kultur, der europäischen Kultur, einen Prozess der Selbstinitiation gestartet haben, der sie dazu vorbereitet hat, die Wahrnehmung so umzuändern, dass man sich für Entheovisionäres überhaupt erstmal qualifizieren konnte. Und Scherbart macht in seinen Schriften und in seinen Bildern, und wenn ab und zu hier Bilder sich entrollen, das sind Scherbart-Zeichnungen, die er so Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht hat und die ich Ihnen unter dem Aspekt zur Begutachtung vorlege, ist das nun präpsychedelische Entheovision oder nicht? Es gibt viele Schriftsteller, die entweder psychedelische Erfahrungen beschrieben haben. Es gibt Schriftsteller, die völlig nüchtern und straight waren und trotzdem so geschrieben haben, dass sie für Menschen mit psychedelischer Prädisposition sehr angenehm zu lesen waren. Bei Scherbart wissen wir es nicht ganz genau. Wir wissen sehr genau, dass er sehr viel Bier getrunken hat. Wahrscheinlich auch einiges an Absinth. Und wenn man sieht, wie er dabei was Außerirdisches, Psychedelisches gemalt hat, dann würde ich sagen, liebe Biertrinker, es gibt Hoffnung. Aber er schreibt auch etwas, was unter dem Aspekt der Astropharmakologie, falls es noch nicht gibt, sollte man sofort ein Institut hier dazu erbauen, interessant sein könnte. Das Stück heißt Platzende Kometen. Was ist das? Hat er übrigens 1901 geschrieben. Falsch, 1902. Oder? Irgendwie bin ich hier schon so früh, schon so durcheinander geraten. Doch, 1902. Platzende Kometen. Was ist das? Es wird immer dunkler und so schwül. Blitze zucken, aber es donnert nicht. Jetzt pfeift es oben, so gellend wie Lokomotiven, die Angst haben vor dem Tunnel. Also in Scherbarts Welt ist alles beseelt, Sterne, Pflanzen, Meteoriten,
Menschen, Tiere und Lokomotiven. Und deswegen das angstvolle Gellen der Lokomotiven, die Angst haben vom Tunnel, ist eine Selbstverständlichkeit in dieser Welt. Und nun fliegen Hagelstücke runter, große Hagelstücke und kleine Hagelstücke. Sie sind nicht rund, sie sind zackig und kantig wie schlecht gehauener Zucker. Aber Zucker ist das nicht. Es schmeckt kühl und herzhaft. Und jetzt rauscht es oben in den Wolken. Die Wolken jagen blitzschnell vorbei. Ein Sturm wirbelt durchs Land. Die Bäume brechen ab, die Dachziegel fliegen mit Blumentöpfen, Menschenhüten und flatternden Krähen weit weg ins freie Feld. Es hagelt dabei und regnet. Der Regen schmeckt so kühl und herzhaft wie die Hagelstücke. Da steckt etwas Seltsames drin in diesem Hagel und in diesem Regen. Die Gelehrten fahren mit ihren Galakutschen aufs Rathaus und halten dort lange Reden. Alle Gelehrten haben Hagelstücke in der Hand, einige haben noch Flaschen mit dem neuen Regenwasser. Die Gelehrten regen ausgezeichnet und währenddem hagelt's und regnet's draußen immer stärker. Und der Sturm heult, heult. Im Rathause erklären die klugen Gelehrten, dass das kein gewöhnlicher Hagel sei, auch kein gewöhnlicher Regen. Und sie kosten alle von den Hagelstücken und trinken das Regenwasser. Und sie sagen, da sei ein neuer Stoff drin. Im Himmel müsse ein Komet geplatzt sein. Es müsse ganz bestimmt ein Komet gewesen sein. Kometensalz ist der neue Stoff. Er wirkt nur so komisch. Wer das neue Salz gekostet hat, dem zieht so was Weiches durch alle Glieder und die Gedanken werden so einfach. Das Kometensalz ist verführerisch wie Alkohol. Das Kometensalz brennt aber nicht hinten im Munde und unten im Leibe, reizt nicht auf, es macht genügsam still. Die Menschen, die das Salz im Magen haben, können bald ihre Gedanken nicht mehr sammeln. Es ist den Menschen, als ginge alles fort. Und dann bleiben die Menschen stehen und gehen nicht weiter. Ihre Glieder werden steif und hart wie Holz und der erhobene Arm will nicht mehr runter. Die Hand, die den Hut zum Grüßen zog, bleibt mit dem Hute oben in der Luft. Und die Menschen lecken an dem Kometensalz, das massenhaft die Erde bedeckt. Die Tiere lecken auch an dem Kometensalz. Und dann bleiben die Menschen und die Tiere nach und nach sämtlich auf der Straße und in den Häusern, in seltsamen Stellungen stehen, sitzen oder liegen. Jedoch keinem der Gelähmten geht das Bewusstsein aus. Das Gehirn arbeitet bloß etwas langsamer. Die Augen behalten ihre Kraft. Die Ohren hören, es ist nur nicht viel zu hören. Lauter Salzsäulen an allen Ecken und mitten im Wege, lebende Salzsäulen. Sie sitzen, als wenn sie unablässig nachdächten, stehen, als hätten sie was vergessen, liegen, als wären sie dabei, was Feines zu dichten und rühren kein Glied. Ich denke, niemand, dem psychedelische Erfahrungen vertraut sind, sind Empfindungen, die hier dargestellt wurden, unbekannt. Was nicht heißt, dass wir Sherbart in die klassische psychedelische Literatur einzureihen hätten. Das Schöne an ihm ist, er lässt das offen. Er hat im Grunde alle 2 Jahre neue Kunstrichtungen, neue Welten kreiert.